Tulpen duften. Jedes Haus in dieser Gegend ist mit Blumen geschmückt. Der giftige Gestank all dieser übel riechenden Blüten verätzt im Umkreis von 4 Meilen jedem redlichen Verbrecher Kehle und Nase. Und damit Servus und herzlich willkommen zur 16. Episode von Dungeon Keeper. Heute also das Level Tulpenduft, ein sehr lustiges Level. Mit 2 separaten Hornies in einem eigenen Bereich. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Da müssen wir jetzt erstmal ganz schnell agieren. Ein Eingang hier einen. Gang absperren. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck. So. Wir haben Juwelen direkt an Bord. Das ist schon mal sehr praktisch. Drin ist dann irgendwie Wasser, da möchte ich mich dann später drum kümmern. Wir wollen jetzt erst einmal sicherstellen, dass die hier die richtige Stelle auch verstärken. Dann hier oben erstmal eine zweite Schatzkammer ein. So, die sollten sich da erstmal nur so durchfräsen, genau. Das braucht er eigentlich nicht zu machen. So. Okay, das müsste eigentlich reichen. Ah, nee, reicht nicht. Aber das lösen wir jetzt gleich. Pass auf. Thank you.
Untergebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Hey. Ich bleib mal hier. Hungrige Kreaturen kommen nicht zur Hühnerfarm. Ja, ich weiß. Wir müssen jetzt auch eure zur Hühnerfarm Kreaturen noch. Werden ärgerlich. Knappe Lebensmittelvorräte. Vergrößert eure Hühnerfarm. Bin schon dabei. Geh mir nicht auf den Keks. Sammeln. Na? Und da drüben. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Okay. So, das sieht doch ganz gut aus. Weil dann kommen nämlich die Helden hier an in diesen waagerechten Gang und in den zum feindlichen Keeper. Da sind sie dann schon mal aus dem Weg. So, jetzt können wir erstmal anfangen, hier in aller Seelenruhe einen Dungeon aufzuziehen. Fangen wir gleich mal da oben an. Ah, da ist irgendwie schlecht zum Graben. Eure Kreaturen. Ach, brauchen wir es halt hier anschauen, ist ja egal. Da eben genau nicht. Die Hornies haben halt immer ziemlich sofort schlechte Laune. Das muss man halt so hinnehmen. Genau, solange wir uns hier oben drin bewegen, geht das, weil irgendwo hier drüben spawnen die Helden. Sobald der erste Zahltag ansteht, dem muss man natürlich frühzeitig begegnen. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Okay. Heute mache ich es mal nicht ganz so schön wie sonst, muss ich zugeben. Zahltag. So viel dazu. Gespeichert. Eure Kreaturen werden ärgerlich.
hier gleich mal die Sache noch mit Brückenfähigkeiten. Jetzt netterweise schon mitgeliefert bekommen. Genau, da kommen sie schon. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Die kommen halt hier jetzt nicht rein. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ah ja. Aber die hier kommen dafür raus. Und irgendwie, ich habe keinerlei Kreaturen. Das finde ich so interessant. Ich habe 2 Kreaturen bekommen. Das ist so im Verhältnis recht wenig. Gekommen. Oh ja. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ja.
Hoppla. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Theoretisch sollten die da nicht reinkommen. Was die Praxis betrifft, das ist einmal dahingestellt. Theoretisch könnte ich ihnen dann die beiden ein neuer Spruch da zum Fraß vorwerfen. Theoretisch geht das nicht. Praktisch, mal sehen. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Immerhin, einen Ork haben wir jetzt auch schon. Das ist doch schon mal was Gutes. Da hat der Riese erstmal, glaube ich, genug zu tun. Tatsache. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Da ist also gleich direkt das Dungeon-Herz. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Wie gesagt, dass die Typen nicht trainieren, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber der braucht wahrscheinlich nochmal einen gewissen Anreiz. Wacht irgendwann demnächst auf, dann macht ihn irgendeine Falle wahrscheinlich platt. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ist ja auch egal.
Eure Kreaturen werden ärgerlich. Die Hornies mal schlechte Laune haben, dann haben sie halt schlechte Laune. Also da kann man auch nicht viel machen. Das ist sozusagen so vorgesehen. Eure Kreaturen die hätte ich ja auch schon gewonnen. Das ist natürlich jetzt wiederum schlecht. Ein neuer Spruch erforscht. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Was habe ich gesagt? Trainingsraum braucht man schon vernünftig. Der kann kaum zu groß sein. Ein neuer Raum. Oh, eure Kreaturen werden ärger. Es fängt schon langsam an, ein bisschen lästig zu werden mit den ärgerlichen Hornies, gell? Ja, mein Wunschtraum ist es nur auch wiederum nicht gerade, aber... Eure Kreaturen werden ärgerlich. Etwas beglücken. Geht auch nicht. Nein, dann halt eben nicht. Eure Kreaturen werden ärgerlich. So. Ein neuer Raum. Sehr, sehr schön. Jetzt sieht es doch schon gleich ganz anders aus. Wir haben eine gewisse, ja, sagen wir mal, Restchance, dass das Ganze auch einigermaßen was wird. Eure Kreaturen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Eure Kreaturen werden ärgerlich.
Kreaturen sind genau. Was nun leider nicht so recht funktioniert hat. Lästigen Typen hier los. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Papier zerwischt habe. Nee, der ist wieder weg. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Sag mal, alles mit Blitzen ausgegeben. Wie krass ist das denn? Aber ich bin wenigstens die beiden Hornies wieder los. Das ist erstmal eine durchaus positive Veranstaltung. Na, ist das nicht nett? Wieso gehen die jetzt hier nach Norden, bitte? Welchen Grund haben die dafür? Ich finde das nicht fair. Ganz ehrlich, sowas nervt mich dann schon ein bisschen. Ja, das geht nicht. Dann kriege ich so dich kaputt. Thank you.
dabei, den ich unterhalten will? Ja, der da. Die hat man nicht so oft. Die sind ein bisschen seltener. Die trainiert natürlich nur noch einiges an Feind. Das ist doch die Zeit für die Erde. Wenn die hier dann noch Skelette geworden sind, dann probieren wir es vielleicht nochmal. Oder ich köder jetzt in der Zwischenzeit mal so ein bisschen. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Zwecklos. Euer Widersacher zerstört eure Räume. Eure Kreaturen werden angegriffen. Was? Wo denn? Wo zerstört denn mein Widersacher meine Räume, bitte? Jetzt kommen die da schon wieder angetackert. Echt? Also. Davon, wenn man mal eine Weile lang nicht aufpasst. Passiert so ein Mist. Hier die kleinen Räume wieder zu. Wir brauchen sie jetzt nicht mehr. Und es gibt bloß Ärger, weil die Kreaturen dann da nicht hinkommen, obwohl sie unbedingt mal hinwollen, weil sie sich da so toll dabei fühlen. Keine Ahnung. Die sind ja auch so auf die Viecher.
wir mal. Ist der schönste von allen. Slavi. Sehr schön. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Muss es laufen. Königreich erobert. So, das machen wir dann auch gleich noch. Jetzt möchte ich aber ganz gerne noch ein bisschen gucken, weil wir haben hier nämlich definitiv noch eine verborgene Welt extra, das es hier zu finden gibt. Dazu müssen wir uns jetzt allerdings hier ein bisschen umsehen. Helden, das war jetzt natürlich auch eher harmlos. So. Ein Gefangener schlug dahin und ist das Skelett wieder auferstanden. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Bibliothek ist zu klein.
Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Mal wieder ein bisschen Geld. Ein Zauber fehlt hier noch. Interessant. Leider reicht meine Bibliothek nicht, um ihn zu erforschen. Also nach und nach öffnet sich das hier, ja. Ich sag, dieses halbscharige irgendwie Gold abbauen, das werde ich nie kapieren. Ein Widersacher wurde davon überzeugt. Was ist denn das denn nicht? Das ist ja schön. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu mal neugierig, weil das sieht aus wie wir haben Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Bitte. Wir haben Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Fräsen. Keine Ahnung. Machen wir hier mal schnell die. Da ist ja auch noch was. Bin ich natürlich neugierig.
Ganz schön widerständig, die Typen. Ziehen wir mal die Teufler nach da unten um, weil dann gut, die beschäftigen sich dann jetzt zwar in der Handwerkskammer, das macht aber eigentlich nichts. Für euch zu arbeiten. Ja, Mädchen, jetzt wird es dann aber Zeit. Achso, und jetzt noch Lohn abholen. Ja, ist recht. Alter, das ist immer so gefährlich. Sieg davon.
Ein Folteropfer kehrte als Geist zurück. Das habe ich ihn doch vergessen. Naja gut, so wertvoll war er ja nicht. War, glaube ich, eine eiserne Jungfrau, ne? Naja. Eure Bibliothek ist zu klein. So, wir spielen hier noch ein bisschen. Das hat was damit zu tun, dass ich sicherstellen möchte, dass ich auch das verborgene Königreich finde. Ihr könntet euch aber selbstverständlich schon verabschieden, wenn es euch nicht weiter interessiert. Dann würde ich mich da schon mal sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann zur nächsten Episode wieder. Der Rest von euch kann noch ein bisschen an Bord bleiben. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Unter anderem müssen wir diesen komischen Dungeon hier noch ausräumen. Ist auch jede Menge Gold drin, das ist schon mal nett. Nicht, dass das jetzt unendlich viel bringt, aber... Ich habe mir aber ehrlich gesagt dafür im. Ich habe den Verdacht, wir lösen hier schon wieder eine Falle aus. Weißt du? Irgendwie habe ich es doch geahnt. Das Sympathische ist, dass das Ding erstmal weg ist. Da und da unten vielleicht auch nochmal eine. Muss jetzt ein bisschen schnell sein, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Einfach ein bisschen, bis das sich ausgerollt hat. Die ist dann schon irgendwann mal fertig. Aber dann haben wir das Ganze hier drüben ja auch nochmal. Zauber habe ich noch nicht, das ist blöd. Ach, und da gibt es auch noch eine, wie auch immer, geartete Festung. Es ist doch zum Mäusemelken. Wahrscheinlich auf der Seite dann auch noch. Also hier kann es sein, dass wir auf diesen Eingang da stoßen irgendwie. Da muss ich aber erst gucken, wie wir da hinkommen.
Hey, da ist ein Kreaturtransfer. Perfekt. Gut, das wollen wir dann natürlich noch behalten. Mache ich mal folgendes. Ich grabe sie mal selber. Habe ich hier schon die wildesten Indie-Kugeln gesehen, aber es sind noch keine da. Zwei Räume. Okay. Wer weiß, was da dahinter noch alles lauert, ne? Erreichen ihr Verständnis.
Ebenen sind nicht in der Lage, zur Schatzkammer zu kommen. Okay, da ist halt gar nichts dahinter. So, dann probieren wir das Ganze hier drüben nochmal. So, das wäre quasi dann bloß der Weg da rein gewesen. Ja. Uninteressant. Eine Tür wurde hergestellt. Stellt sich spontan die Frage. Muss ich dann da drüben rein oder wie? Haben wir denn da eine verstärkte Tür? Kein Problem. Nein. Genau das wollte ich verhindern. Verdammt. Eine Ladung. Na gut. Impossible.
Okay. Und dann schauen wir uns das doch mal an. Was haben wir hier? Kreaturen klonen. Huhn als Zauberspruch. Und jede Menge Indie fallen. Zauberspruch braucht doch kein Mensch. Halt! Die Anzahl eurer Kreaturen wurde verdoppelt. Ist doch schön. Jetzt ist es halt etwas voll, aber dafür auch sehr lustig. Das hätte ich mal vorher gebraucht. Jetzt können wir ehrlich gesagt den Zauberer auch gleich mal wegschaffen. So soll es sein. Speichern wir mal zwischendurch wieder. Wie gespeichert. Also dann dahin gelaufen. Ja. Okay, das ist aber immer noch nicht das Kreaturen. Also Kreaturtransfer haben wir, aber ich meine, nach Level 16 hätte es auch eine verborgene Welt für Special gegeben. Jetzt kann man natürlich hier mal dem Ganzen etwas entlanglaufen. Der Weg so hinführt. Tja, dann war hier wohl keins. Vielleicht war das auch nach Level 17. Tja, egal, dann haben wir halt jetzt noch mal ein bisschen Spaß gehabt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur das Beste. Ja, gib's jetzt auf. Wir sehen uns dann zur nächsten Episode wieder. Bis dahin macht's es gut. Servus und auf Wiederschauen. Viel gespeichert. Blutleer. Vampire haben jeder mal jede Lebenssaft ausgesogen. Sie vergifteten den Brunnen und schmierten Dung an alle Türgriffe, um die Atmosphäre mit einem kleinen Scherz noch mehr aufzuheitern. Entzückend, nicht wahr?
Was jetzt, Meister?